Ja, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Rickfelder, auch von meiner Seite wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank für die Zusammenarbeit im Innenausschuss, der ja nicht ganz so einfach ist in der Zusammenarbeit wie beispielsweise der Kultur- und Medienausschuss, den wir im Tagesordnungspunkt davor hatten. Ich muss Ihnen aber trotzdem direkt widersprechen. Ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, dass die Piratenfraktion im Rahmen von zwei großen Anfragen auf das Thema stille SMS-Funkzellenabfragen im SI- und WLAN-Catcher aufmerksam gemacht hat, weil es eben mit Grundrechtseingriffen durchaus verbunden ist. Das mögen gegenüber vielen anderen Maßnahmen, die bei den Sicherheitsbehörden auch möglich sind, für den individuell Betroffenen mildere Grundrechtseingriffe sein, das stimmt, aber es sind eben auch viele Personen betroffen. Insofern ist es durchaus richtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz muss man dann auch sich jeweils die Grenzen vor Augen führen, die das Zahlenwerk, was Sie jetzt zweimal abgefragt haben, hat. Man kann nicht sozusagen, wie Sie das manchmal suggerieren, Herr Kollege Herrmann, sagen, es gibt so und so viel Funkzellenabfragen oder so und so viel stille SMS. Das legen wir neben Ermittlungserfolge und daraus haben wir dann eine einfache Gleichung. Ja, doch, das kommt manchmal vor in Ihren Debattenbeiträgen. Daraus haben wir dann eine einfache Gleichung, wie angemessen, wie verhältnismäßig, wie sinnvoll das eine oder andere Mittel ist. Das ist, glaube ich, doch eine etwas komplexere Frage. Nichtsdestotrotz haben Sie durchaus immer wieder Anlass geboten, darüber zu diskutieren. Ich glaube, man sollte diese Debatte auch fortführen auf einer übergeordneten Ebene, wo dann diese Fragen durchaus instruktiv sein können. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Lammler zulassen? Gerne. Auch vom Kollegen Herrmann, der auf dem Platz von Herrn Lammler sitzt. Ja, genau. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie sich erinnern, dass wir uns im Innenausschuss mit einem eigenen Antrag zur Aufstellung einer Erhebungsmatrix, also zur Erfassung zusätzlicher Daten, bemüht haben, Grundlagen für die Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit von Funkzellenabfragen abzufragen. Sie haben das, glaube ich, mit abgelehnt, leider. Lieber Kollege Herrmann, selbstverständlich erinnere ich mich an alle Anträge der Piratenfraktion, die wir in dieser Legislaturperiode im Innenausschuss beraten haben, an einige lieber und an andere weniger gerne. Jetzt konkret zur Erhebungsmatrix. Sie haben sie ja schon nach dem ersten Durchgang dieser großen Anfrage gestellt, den Antrag, und er ist jetzt kürzlich noch mal aufgerufen worden. Auch da war es letzten Endes so, den Versuch, wenn auch auf einer etwas anderen Datengrundlage zugestanden, aber doch dann wieder über quantitative Erhebungen den Versuch zu machen, die Wirksamkeit dieser verschiedenen Instrumente, die hier in Rede stehen, jeweils zu beleuchten. Und das, glaube ich, geht tatsächlich nicht, weil Sie haben einfach eine Komplexität in so einem Verfahren, wo Sie nicht sagen können, dadurch, dass wir jetzt 100 Ortungsimpulse geschickt haben oder vielleicht nur 100 Ortungsimpulse geschickt haben, aber nicht 1000 Ortungsimpulse geschickt haben, ist das jetzt zum einen oder anderen Erfolg gekommen oder nicht gekommen. Also das ist einfach, glaube ich, schwierig, zumal man die Realität eben auch nicht wirklich unter Laborbedingungen dann untersuchen kann und auch nie die Alternativhypothese verfolgen kann. Von daher, auch bei anderer Erhebungsgrundlage muss ich da einfach sagen, ist das schwierig. Wenn wir uns jetzt die Zahlen im Einzelnen angucken, sieht man ja auch, dass die Volatilität zum Teil auch sehr, sehr groß ist in den einzelnen Bereichen. Also wir haben uns die Schwankungen gerade bei Funkzellenabfragen angeguckt. Und da gibt es einfach eine gewisse Zunahme jetzt vom letzten auf dieses Jahr. Die kann man aber im Grunde genommen an einem Deliktsbereich, nämlich beim Bandendiebstahl, festmachen. Bei allen anderen sind die Entwicklungen einigermaßen ausgeglichen. Und da durchaus kann man nochmal nachfragen, bieten sich Nachfragen durchaus an. Es gibt deutlich weniger stille SMS. Das
ist aber auch nicht unbedingt, das lässt sich möglicherweise schlicht durch Veränderungen bei anhängigen Verfahren erklären, gerade da die großen Schwankungen in den großen Zahlen. Das zeigt aber nichtsdestotrotz, dass dieses Mittel eben auch durchaus verantwortungsvoll eingesetzt wird bei der nordrhein-westfälischen Polizei, dass man sich eben fragt, bringt dieses Mittel jetzt was oder bringt es nichts? So. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, zurückzuschauen unter dem Aspekt des Datenschutzes. Ich glaube, die letzten 5 Jahre waren gut für den Schutz der informationellen Selbstbestimmung in unserem Land. Wir haben die LDI weiter gestärkt, wir haben im Telekommunikationsbereich Freiheiten geschützt. Wir haben an verschiedenen Stellen Klarstellungen gerade in diesem Bereich herbeigeführt, was sich gezeigt hat, dass das auch durchaus notwendig war, sowohl was IMSI-Catcher angeht, was Bestandsdatenabfragen angeht und Ähnliches. Da haben wir die Prüfungsvoraussetzungen hochgesetzt und die Einsatzbedingungen konkretisiert. Ich glaube, das war im Großen und Ganzen durchaus im Sinne der bürgerlichen Freiheitsrechte. Das zeigt aber auch, dass es wichtig ist, diese Debatte stets weiterzuführen. Die rot-grüne Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben, glaube ich, in den letzten Jahren gezeigt, dass es auch in sicherheitspolitisch sehr, sehr schwierigen Zeiten möglich ist, den hohen Grundrechtsschutz und die Verhältnismäßigkeit von Polizeiarbeit zu gewährleisten. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege.